Digga, er hat echt Hamza Mendil reingemacht. Digga, Robert, er hat einfach Hamza Mendil reingemacht. Wir ranken die besten Stürmer vom FC Schalke 04 seit 2010. Und er hat Hamza Mendil reingemacht. Digga, was ist das bodenlos? Hamza Mendil, schweren Stand auf Schalke gehabt. Also ganz oberes Tier ist wuchtig und unangenehm. Nee, wobei, ganz oben, echter Malocher. Ganz oben ist ein echter Malocher. Tier 2, wuchtig. Tier 3, unangenehm. Also, pass auf. Dann ranken wir so, echter Malocher ist ganz vorne. Dann kommt wuchtig, dann kommt unangenehm. Dann machen wir hier Arena-Ring. Spieler, die um den Arena-Ring gejagt werden sollen, weil die scheiße sind. Und ganz unten Hamza Mendil, eigene Kategorie. Da hört sich gut an. Spieler Nummer 1, Marius Bülter, ist jetzt 1,5 Jahre da, hat uns maßgeblich zum Aufstieg geschossen. Boah, nee, warte, ich muss nochmal ändern. Also hier kommt Fragmann-Ralle hin und Hamza Mendil aus Hamza Mendil, weil Arena, Digga, Arena-Ring ist ja schon das schlimmste Tier, sag ich dir ehrlich. Weil, also, Bro, was gibt's denn Schlimmeres, als wenn du über einen Arena-Ring gejagt wirst? Also, Hamza Mendil, some respect, please. Marius Bülter. Hat uns in die erste Liga geschossen, hat eine überragende Zweitligasaison gespielt, ist für mich in dieser Saison, der war jetzt gegen Dings, fand ich ihn nicht so gut, gegen Bremen, aber ist für mich einer der Lichtblicke. Glaub, der ist ablösefrei gekommen oder so, muss in Wuchtig rein. Ich finde ihn gut, Wuchtig. Guido Burgstaller. Real Talk, hatte ein wirklich so gute 1,5 Jahre, danach ging es halt... Also bei dem war halt wirklich Himmel und Hölle, Guido Burgstaller. Ohne Scheiß. Im Nachhinein, Bruder, bring mich einfach in die Zeit zurück, wo mein größtes Problem war, dass Guido Burgstaller keine Tore für Schalke gemacht hat. Ohne Scheiß. Bring mich in die Zeit zurück, da war noch alles in Ordnung. Da haben wir Champions League und Euroleague gespielt. Aber ich sag's euch ehrlich, Guido Burgstaller hatte auch geile Zeiten auf Schalke. Und Guido Burgstaller ist ganz unangenehm zu verteidigen. Definition unangenehm, Junge. Langsty, gutes Tempo, 5-Star Weakfoot, unangenehm. Ich würde Choupo-Moting wahrscheinlich ins gleiche Tier packen oder einen drunter. Bei Choupo-Moting ist das Ding, der hatte mal eine richtig geile Hinrunde. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Vorm Afrika-Cup. Da hat er richtig dick gescored. Und danach war dann vorbei Choupo-Moting bei uns. Er hat auch viel auf dem Flügel gezockt. Sah mit Boateng zusammen. Wann waren das dann? 2015? Also tut mir leid, aber ich würde ihn einen unter Burgstaller ranken. Nee, also da gibt es noch andere Kaliber, die sind viel schlimmer als Choupo-Moting. Also tut mir leid. Franco... Nimm's mir nicht übel, aber Bruder, ab auf den Arena-Ring. Digga, du hast in 74 Bundesliga-Spielen 5 Tore gemacht. Ich kann die scheiß Statistik auswendig, weil es so schlimm ist. Also tut mir leid, ab auf den Arena-Ring. So, Bruder, und jetzt kommt das größte One-Month-Monster, also One-Month-Wonder. Es gibt One-Season-Wonder, es gibt One-Halbserien-Wonder. Edu hatte einen scheiß Monat. Der hatte ein Spiel gegen Inter Mailand und dann hat er danach noch ein, zwei Mal in der Bundesliga getroffen. Digga, also man muss dazu sagen, der Bruder hat uns den größten Vereinserfolg aller Zeiten beschert. Der hat uns ins Champions-League-Halbfinale geschossen. Der muss in Fragmann-Ralle. Muss rein, Digga. Der war halt sonst nicht gut, aber der hat uns ins Champions-League-Halbfinale geschossen. So, Breel Embolo. Fuck. Breel Embolo finde ich so schwer. Also das Problem ist bei ihm, er war halt extremst teuer und hat sich leider, hatte einfach ganz brutales Verletzungspech. Und ich habe ihn immer gerne gemocht, wenn er gezockt hat. Aber wenn du alles Emotionale rausklammerst und einfach nur Ablöse gegen das rechnest, was du bekommen hast, dann musst du in Fragmann-Ralle gehen. Arena-Ring finde ich zu hart, weil der hatte auch schon Spiele, wo der in Ordnung war. Also Di Santo in allen Ehren, der Bruder war wirklich komplett scheiße. Also ich glaube, Di Santo hat einmal in der Euroleague einen Dreierpack gegen, weiß ich nicht, Maccabi Schwanzfuß gemacht oder so. Embolo hat halt schon ein paar gute Spiele dabei. Ja, Jefferson verfahren. Brauchen wir nicht drüber reden. Gregoritsch hat halt original ein gutes Spiel gegen Gladbach, ne? Der hat halt ein gutes Spiel gegen Gladbach, danach war vorbei. Der, nach Gladbach hat er einfach die Lobby verlassen. Also es tut mir leid, Digga. Aber ohne Scheiß... Der hat mich aggressiv gemacht in dieser Rückrunde. Tut mir leid, ab auf den Arena-Ring. Sei froh, dass du in der Saison nicht dabei warst. Matthew Hoppe. War in der Abstiegssaison dabei. Bruder, ganz wild, dieses eine Spiel gegen Hoffenheim, wo er und Harit auf einmal zu Messi und R9 geworden sind. Keine Ahnung.
Digga, ich pack den in unangenehm rein. Der kam aus der eigenen Jugend. Der hat so ein Dreivierteljährchen bei uns ein bisschen gespielt. War einer der wenigen Leute, der in der Abstiegssaison ein paar Törchen gemacht hat. Wir haben 5 Millionen für den gekriegt. Mallorca komplett über den Tisch gezogen. War absolut unangenehmer Stürmer. Der war in der Abstiegssaison wahrscheinlich unser bester Spieler, hätte ich jetzt. Also Real Talk, wer war denn in unserer Abstiegssaison der beste Spieler? Hoppe, Harit? Wer sonst? Digga, 22 Bundesligaspiele, 6 Tore. Hä? Für eine Mannschaft, die mit 3 Punkten absteigt? Unangenehm. So. Nicht drüber reden. Nicht drüber reden. Hundela, nicht drüber reden. Und ohne Scheiß, der Typ war damals. Damals war er krass gehatet. Aber ich schwöre es euch. Natürlich sind Hündela, Raoul und Fafan vom Namen her vielleicht einen Tacken größer. Aber ich schwör's euch, ich pack den in das gleiche Tier. Also Kevin Kurani war mit Hündela zusammen der letzte Stürmer auf Schalke, der dir über einen konstanten Zeitraum von mehreren Jahren 10 Tore plus pro Saison garantiert hat. Die letzten Stürmer, die das auf Schalke gemacht haben, waren Hündela und davor Kurani. Du wusstest, egal wie die Saison verläuft, der macht zweistellige Hütten. Und deshalb muss der bei mir rein. Ohne Scheiß. Also, du kannst über Kurani sagen, was du willst. Und er hatte auch mal schlechtere Phasen. Aber der Bruder war einfach über eine Saison gesehen. Der war über Jahre absolut konstant. Und der ist ja sogar nach Russland dann gegangen, als Schalke fast Meister geworden ist. Wo die es dann halt hinten raus noch gebottelt haben. So, aber wenn du jetzt mal reinguckst. So, wir gucken jetzt mal. Schalke. Erste Saison 30 Bundesligaspiele, 10 Tore. Danach 15 Bundesligatore. Danach 15 Bundesligatore. Danach 13 Bundesligatore. Danach 18 Bundesligatore. Also sorry, aber das ist oberstes Tier. Das ist ja, Bruder, der war 1, 2, 3, 4, 5 Bundesliga-Saisons da und hat immer mindestens 10 Tore gemacht. 129 Scorer in 209 Spielen, also beim besten Willen. Ja, Coutinho, Alter. Leider nie das geworden, was man sich von ihm versprochen hat, ne? Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas muss er ja selber verkackt haben, weil irgendwie hast du unter 5 verschiedenen Trainern haben alle immer gefordert, dass Coutinho zockt, weil der auch wirklich ganz gute Ansätze hatte, aber summa summarum, ich bin wirklich cool mit denen, mit Coutinho, so, ich bin wirklich cool mit dem, ich habe es lange nicht mehr mit dem geschrieben, aber ich bin wirklich cool mit dem, aber für mich darf der maximal in Fragmann-Ralle. Arena-Ring nicht, weil das ist ein Jugendspieler so, der hat jetzt nichts verbrochen oder so und der hat auch 1, 2 gute Situationen und ich mag den auch total gerne, aber ich kann den beim besten Willen nicht höher setzen. Also ich muss sagen, Jordan Larsson nehme ich raus, ne, den kann ich nicht bewerten. Zu wenig von gesehen. Hamza Mendil, Arena-Ring. Chinedu Obasi. Boah, der hat doch damals bestimmt so einen richtigen Horst-Held-Vertrag bekommen, oder? Also ich glaube, Obasi mache ich auch Arena-Ring, Bruder. Also, ich weiß nicht, ob das damals so war, aber ich hatte das Gefühl, die haben Obasi damals nur geholt, weil bei Hoffenheim 3 gute Leute rumgerannt sind und die haben wirklich mal wieder den schlechtesten von denen geholt und die haben den doch, also Funky, bin ich doof oder haben die den damals als Druckmittel für Fafan geholt, damit Fafan verlängert? Ich meine, im Kopf zu haben, die haben den im Winter geholt als Druckmittel für Fafan, so als Zeichen, ja, wenn du gehen willst, wir haben 9, dann hol doch. Aber vielleicht sehe ich es auch falsch. Alter, 51 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen. Naja, sorry, Alter. Poki. Ich würde wahrscheinlich in unangenehm reingehen. War halt ein solider Joker so, ne? Man sich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber war halt okay. Würde ich in unangenehm reinpacken. Ich lieb den auch, aber... Boah, ist schwer, ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt nach seinen Stats gucke, war das halt mehr Sympathie als dann tatsächliche Leistung, weshalb ich den so hoch ranke. Das Lustige ist halt, wir haben einfach Temo Poki damals... Schalke hat irgendwie in der Euroleague oder Champions League Quali gegen seinen Verein gespielt. Gegen wo hat er gezockt? Genau, gegen HJK Helsinki. Gegen seinen Verein gespielt. Und er hat uns im Hinspiel und im Rückspiel rasiert und dann haben wir den einfach gekauft. 47 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen. Ja. Ja gut, war halt aber auch eher so Backup-Spieler, ne? Und dafür ist es halt eigentlich echt okay. Aber... Also ich sag euch ehrlich, ohne Sympathiebonus ist, glaube ich, das hier leistungsgerecht, oder? Fragmann-Ralle. Hätte ich jetzt gesagt. So, Benito Raman, nie Freund mit geworden, tut mir leid. Also auch vielleicht 2,5, 3 gute Spiele gehabt. Aber der war auch so was von viel zu teuer, Alter. Der hätte sich ja danach noch mit den Schalke-Fans angelegt. Der ist so ein kleiner Wichser, der Raman. Absoluter Arena-Ring-Junge. Aber auch wirklich im Vollsprint hinterherrennen. Boah, Skripski... War halt auch damals so ein... Da fing's halt an, ne? Da wollten die sich halt als Champions-League-Teilnehmer so ein Zweitliga-Backup holen und das hat halt gar nicht funktioniert.
Skripski auch keinen Fuß auf den Boden bekommen. So, aber hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, war nicht teuer. Fragt man alle. Der hat einmal irgendwann einen Doppelpack geschenkt bekommen. Kann ich mich noch dran erinnern, welches Spiel war das? Dass der Torwart irgendwie so richtig lost rausgekommen hat, Skripski einen Doppelpack gemacht. Welches Spiel war das? 5-2, ja, das war so ein ganz wildes Spiel. Oh, geil! Gar nicht mitbekommen, dass der in der zweiten Liga so gut scored. Nice, das freut mich für den. 32 Spiele für Schalke, 4 Tore, 5 Vorlagen, ist okay. War halt damals einfach, war halt einer zu hoch, ne? War kein Champions League Spieler. Digga, damals hat einfach, Bruder, im Jahr 2018 hat einfach Schalke 04 in der Champions League gespielt und sich einen Backup von Union Berlin aus der zweiten Liga geholt. Und dann einmal ganz kurz die Reise ins Jahr 2022. Ja. Ha. 4 Jahre später. Passiert. Also, ich glaube, Scholloi war 1,5 oder 2 Jahre da. Der war der Backup für Huntelaar und das war okay, meine ich mich zu erinnern. Er war 2 Jahre da. Ist dann zu Hoffenheim gegangen. Für 8 Millionen gekauft, 6 Millionen zurückgekriegt. Der hat doch in einer Saison, da war Huntelaar, meine ich, verletzt, da hat er 8 Ligatore gemacht. Der können auch 10 gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Hat er nur eine Saison bei uns gespielt? Der hat ja nur eine Saison bei uns gespielt. Ah ja, aber dafür war es ja okay. Der hat nur eine Saison bei uns gespielt. 10 Score, 28 Spiele, gute Huntelaar-Vertretung, rein da. Also sage ich dir sogar ehrlich, da packst du ihn unangenehm. Hast 2 Millionen Euro Transferminus gemacht, aber ja, ist okay. Oder? Chat? Unangenehm oder Fragmann-Ralle? Fragmann-Ralle? Okay. Dem Mann haben wir zu verdanken, dass wir dieses Jahr überhaupt erste Liga spielen. Digga, ich pack ihn sogar ganz oben rein. Dem Mann haben wir zu verdanken, dass wir dieses Jahr erste Liga spielen. Also sorry, aber der hat uns letztes Jahr, der hat 30 Tore gemacht in der zweiten Liga. Ist mir scheißegal. Natürlich kannst du den nicht spielerisch vergleichen mit Raúl, Huntelaar, Fafan und Kurani. Aber ist halt andere Zeit, Junge. Hä? Was erwartest du denn? Zweite Liga. Stellst ja keinen Raúl vorne rein. Es geht ja einfach nur darum, zu ranken, wie die zu ihrer Zeit performt haben. Und ich schwör's euch mal, ich habe letztens erst eine Statistik gesehen, dass Terodde irgendwie, weiß ich nicht. Mann, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch nicht darum zu ranken, wer der bessere Spieler ist. Ob Raúl oder Terodde der bessere Spieler ist. Junge, darum geht's nicht. Ihr diskutiert am Thema vorbei. Es geht darum, was der Spieler gekostet hat und was er uns gebracht hat und wie er bei Schalke performt hat. Darum geht's. Und der Mann kam ablösefrei, hat 30 Tore und 3 Vorlagen in der zweiten Liga gemacht und ist im Alleingang zurück in die erste Liga geschossen. Bruder, was willst du mehr tun, wenn du zu einem Verein gehst, der zu dem Zeitpunkt 190 Millionen Euro Schulden hat und in alle Löcher, die es gibt, gefickt worden ist? Was willst du machen? Und jeder, der reinschreibt und der performt diese Saison, wie ein Terodde immer performt, wenn er erste Bundesliga spielt, ihr disqualifiziert euch von jeglicher Fußballmeinung. Von jeglicher Fußballdiskussion seid ihr alle disqualifiziert. Weil ihr guckt kein Schalke-Spiel über 90 Minuten und ihr beschäftigt euch nicht mit dem Spieler- und Stürmertypen Simon Terodde. Bruder, ich rede nicht davon, dass der Typ irgendwie 15 Bundesliga-Tore machen muss. Real Talk, davon rede ich nicht. Aber, Bruder, also wer bei ihm nicht sieht, dass es nicht an ihm selber liegt, dass er die Tore macht, sondern halt daran, dass der Typ keine Bälle bekommt. Sorry. Was war das nicht letztens noch für eine Statistik irgendwie? Dass Terodde 24% seiner Chancen oder so reinmacht bei Schalke oder 24% seiner Torschüsse und damit irgendwie sogar einen absoluten Topwert in der Bundesliga hat von den Stürmern. Ja, er kriegt da keine Bälle. Kriegt da einfach keine Bälle, der Bruder. Also keine Ahnung, aber ich verstehe auch nicht, wenn ich Bild da hier reinmache, da muss ich doch Terodde einen höher ranken, also sorry. Alter, ich bin jetzt gerade zu Hause, ich war jetzt 4 Stunden an der Arena. Der Bus kam dann irgendwann vor einer Stunde ungefähr. Und die Ultras haben das Stadion ringsherum gestürmt und haben sich vor der Nordkurve versammelt. Da standen die Autos von den Spielern. Nein, abgekriegt! Da haben die bestimmt 10 Spieler ums halbe Stadion gejagt. Ich habe noch nie einen Menschen so schnell rennen sehen. Und Marc Uth war ganz vorne. Ich habe nur gehört, Uth, du Hurensohn, da rennt der Uth, alle hinterher. Die Polizei kam viel zu spät. Viel zu spät. Wir sind abgehauen gerade, Nico, der Malta und ich, da ist Ralle Fährmann mit uns da vom Gelände runtergefahren. Zu krass. Einfach zu krass. Uth! So, aber, also Marc Uth, ne? Pass auf. Ich glaube, so scheiße war der ja gar nicht, oder? Ja, nee, wir hatten hier gerade gesagt, der hat gute Stats. Der hat 2 Bundesliga-Tore für uns. Also, Bro! Ah, nee, 5. 5. Ja, nee, also, tut mir leid, Marc.
Boah, Digga, das war wirklich auch so eine Don Heidel Masterclass, ne? Marc Uth ablösefrei, er kommt als Nationalspieler, er geht als Typ, der über einen Arena-Ring gejagt wird. Dieser Verein ist so, Digga, dieser Verein, das kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Der geht von Hoffenheim nach Schalke, ist Nationalspieler, kriegt einen 5-Jahres-Vertrag dahingelegt, 5 Millionen im Jahr, spielt Champions League, Champions League Debüt, schön ein gegen Galatasaray am Keeper vorbeigeschoben, 4 Jahre und eine Köln-Leihe später steht der während einer scheiß Corona-Pandemie auf einmal, als Schalke abgestiegen ist, auf dem Arena-Ring und wird gejagt. Da gehst du doch kaputt als Spieler, jetzt mal im Ernst. Ich höre, unser Verein ist, es ist einfach wirklich. Also wird es die Schalker Doku da nicht geben? Bruder, dann sage ich, die Scheiße muss er eigentlich verfilmen. Aber unser Verein ist so komisch am Arsch. Digga, die bringen eine Doku raus, zurück zum Wir, wo sich unser Verein von der besten Seite präsentiert. Und Rufen Schröder und alle gehen auf Kuschelkurs und sagen, ja, und Schalke und für immer und wir lieben das. Und Bruder, die Doku ist draußen und 3 Jahre später, drei Wochen später, ist der Sportdirektor weg. Ich glaube, bei Uth war so ein bisschen das Problem. Fangi, du musst mich mal hier korrigieren oder bestätigen. Also, was mir in der Abstiegssaison bei Uth, der hatte so ein, zwei Spiele, da war der einer der wenigen Guten, hat das dann auch gecheckt und hat dann im Interview nach den Spielen, hat er so Interviews gegeben von wegen, ja, hier ist keiner Bundesliga tauglich, wir kommen in fast keinen Zweikampf und ist alles scheiße und hat halt so voll seine Teamkollegen runtergemacht. Und war danach original 20 Spiele am Stück selber genauso scheiße. Und da habe ich den auch gefressen. Ne? Da dachte ich mir auch, ja Lack, dann gibt doch kein Interview, wo du deine Teamkollegen wegfrontest, wenn du selber wieder auf den Scheiße spielst. Läufst du auf dem Platz rum wie ein Köttel und machst Maul auf. Cool.